Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG. Ja, ich habe unsere liebe Peach gelevelt, als ich aus dem Booster-Turm rausgegangen bin, aus der Stadt da. Diese Marymore ist Mari automatisch zum Pilzkönigreich gelaufen. Und naja, wir gehen es aber selber hin und gucken mal, was so jetzt auf uns zukommt. Wir wollen erstmal Peach beim Toadsworth abliefern. Ist das Toadsworth? Ich glaube nicht. Toadsworth ist, glaube ich, der Schwedenzung gekommen, ne? Wenn ihr das täuscht. Mario, du bist zurück und du bist auch noch ganz. Prinzessin! Ich bin wieder daheim. Daheim. Dank Mario und weiteren tollen neuen Freunden. Sie haben mich gerettet. Gehen wir zum Kanzler. Los! Komm, Mario, lass mir den Kanzler nicht warten. Na, dann wollen wir mal. Und sie verstehen der mir. Ja, es geht uns nicht verstehen. Oh, naja, egal. Kanzler! Die Prinzessin! Sie ist zurück! Gott sei Dank! Das war ein echter Albtraum! Ich bin ein nervöses Wrack! Alle haben sich Sorgen gemacht. Aber es geht mir gut. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Mit etwas Hilfe von Mario. Kommt. Gehen wir doch besser mal vom Eingang weg. Mario, wir sind dir wirklich sehr dankbar. Aber erzähl mir mal etwas. Warum traust du denn Bowser? Bowser? Von was redest du denn da? Mario, was machst du nur mit? Habe schon mal erwähnt, dass die Betonung manchmal in der Übersetzung etwas seltsam ist. Mit der deutschen Grammatik. Wer guckt? Was ist hier nur los? Naja. Hilfe! Kanzler! Hört her, entspannt euch. Mario hat alles im Griff. Ja, na gut. Bowser, vielleicht erzählst du deine Geschichte. Was genau meintest du, als du sagtest, du hättest größeren Fisch zu braten? Kann dir nicht die Wahrheit erzählen, dann bin ich erledigt. Kann nicht in vollen Sätzen sprechen, denn ich bin böse. Entschuldigung, vielleicht kann ich es erzählen und die anderen geben ihre Kommentare dazu ab. Die Prinzessin Bowser und Mario flogen nach einer schrecklichen Explosion in verschiedene Richtungen davon. Etwas Riesiges flog durch die Star Road hoch über Bowsers Hause und machte Kaboom! Genau in Bowsers Burg. Es war ein Riesenschwert. Bowsers Burg wurde erst vom Monster übernommen, die einen Gegner namens Smithy helfen. Die haben mich rausgeschmissen aus... nein. Ich habe Urlaub genommen. Ich kann gar nicht so schnell den Kopf schütteln, das macht geil. Das können sie ja nicht machen. Ich krieg Rauschmerzen von den Kopf geschüttelt. Spieler, mach weiter. Egal. Ich arbeite an einem Platz, um... Plan, nicht Platz. An einem Plan, um die Burg zurückzuerobern. Mario kam zu mir und bettete, ich soll ihn in die Gruppertruppen aufnehmen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Du bist so überheblich, Bowser. Ich mag das auch an dir. Ich muss sagen, Bowser ist einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Super Mario Universum neben Yoshi. Weil eigentlich gar nicht so böse ist, wie er tut. Es war mit einem Regen. Oh mein Gott. Nein, das war nicht so. Nein, nein, nein. Ja, Mario, wir wissen, dass was die Wahrheit etwas dehnt. Etwas dehnt ist gut. Und Mello, was ist mit dir? Warum reist du, Mario? Weil Mario mir hilft, mein wirkliches Zuhause zu finden. Und meine Eltern. Ja, weil ihr Freunde seid, oder was hier. Darum bin ich mit ihm zusammen. Was? Das ist ja furchtbar, schrecklich, grässlich.
dass die beiden zusammen... Das könnte man jetzt auch heute verstehen, und zwar ist es, intolerant, aber egal. Hoffentlich findest du deine Eltern bald. Ja, das meinst du nämlich. Und, Shino, richtig? Warum sind du und Mario... Die Star Road wurde zerstört. Ich soll sie reparieren. Mario hilft mir, die Sternteile zu finden. Ich benötige sie zur Reparatur. Sternteile? Ist mir auf schrecklich. Die Star Road erfüllt Wünsche. Solange wir nicht alle Sterne finden und sie reparieren, kannst du deine Träume vergessen. Was? Das ist so furchtbar. Schrecklich. Kreislich. Oder? Oder. Plop. Genau. Genau. Zum Beispiel. Bowser hat dich entführt. Ohne die Hilfe des Star Road wirst du wahrscheinlich nie gerettet. Das hört sich jetzt aber sehr gut. Das ist aber typisch, also der sagt, du Arschloch. Vergessen wir einfach diese Stern-Dinger. Spitze Bowser. Dann sag Tschüss zu deinem ehemaligen Bock. Hä? Was? Hä? Gut. Wenn Mario dich ständig findet, gehört Toadstorm mir. Aber ich komme nicht in meine Burg. Und in Mario und die Sterne. Will ich meine Burg zurück, brauchen wir dieses Sterndings. Aber... erklär das doch mal. Ignoriere diesen Idiot. Ja, Lukas, so genial. Ich möchte nicht in einer Welt ohne Wünsche leben. Wir müssen diese Sternteile jetzt finden. Jetzt und auf der Stelle. Wir müssen... Naja. Assassin. Das kann nicht dein Ernst sein. Schließe ich ihn nicht wieder an. Das wäre Wahnsinn. An den Prinzessin. Was würde das Volk sagen? Egal. Die Lage sieht jetzt so hoffnungslos aus. Ja, ich finde es ja cool, dass man einen Toadstorm mal spielen kann. Das ist so selten, die Mario spielen. Abgesehen von diesem scheiß Super Speech, diesem Mädchenspiel. Ich bin müde. Ich ruhe mich eine Weile in meinem Zimmer aus. Und Mario kommt dann hinterher. Mario, Mello, Gino und Bowser, du auch. Viel Glück. Was soll ich das? Na dann. Dank Mario ist die Prinzessin zurück. Dieser Tag soll für immer bekannt sein als... Ey, warte mal. Nimm es doch nicht an. War es vielleicht dieser Smithy, der uns angegriffen hat? Ich fürchte, das war nicht der letzte Angriff. Darum bitten wir dich nur noch um einen Gefallen. Um noch einen Gefallen. In einem von uns allen musst du Smithy besiegen. Als ob das nicht von Anfang an so so geplant gewesen wäre, warum spiel ich werde erstmal was zu trinken machen. So, da sind wir wieder. Und weiter geht's in diesem Dialog. Ja, so. Das ist der einzige Weg, wieder Frieden in diese Welt zu bringen. Was, hat die gerade mit dem Kopf genickt, oder? Naja. Prinzessin Toadstool ist zu Hause, aber sie will im Königreich bleiben. Heißt das jetzt, dass ich die Netz mitnehmen kann, oder was? Viel Glück, Mario. Och, nö, ne? Die Prinzessin ist zurück. Vielen, vielen Dank. Wollt ihr denn nicht kommen oder so? Oder was habe ich jetzt im Dialog verpasst? Mario! Was? Bitte, Mario, nimm mich bitte mit. Nimm mich mit, bitte. Keine Sorge. Oma hat mir geholfen, also wird niemand jemals merken, dass ich weg bin. Was? Nun, find mir einen Stern. Aber wo könnte einer sein und warum verschwinde ich? Warum werde ich unsichtbar? Egal. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mario. In solchen Zeiten... Was machen wir nun? Wir sollten Opa fragen. Er weiß es bestimmt. Na gut. Gehen wir. Warum war die noch oben im Zimmer? Wie ich dachte. Toadstool schließt sich wieder an.
Okay.